Der Fachbereich Schulassistenz beinhaltet Männer und Frauen, die Lust haben, Kinder zu begleiten im Schulalltag und zu unterstützen, zum Beispiel bei der Konzentration, bei der Fokussierung, bei der Betreuung, in der Pause. Also wir haben sehr viele Kinder mit einer Autismus-Spektrumstörung, aber auch Kinder mit ADHS, mit starken Konzentrationsschwierigkeiten, Kinder, die auch aus etwas schwierigeren Familienverhältnissen stammen und dadurch auch Schwierigkeiten in der Schule haben. Es ist eine Netzwerkarbeit. Also man muss gut miteinander arbeiten können, gut in der Kommunikation sein. Es müssen Menschen sein, die Lust haben, auch Kinder zu unterstützen, die aber auch das Thema Selbstständigkeit nicht aus dem Blick verlieren. Das heißt also wirklich auch nur da zu unterstützen, wo auch eine Unterstützung nötig ist. Wir bieten eine sehr enge Fachberatung an. Das heißt, dass wir ab Beginn der Hilfe den Schulassistenten mit begleiten beim Kennenlerngespräch, bei dem Schulgespräch und auch am ersten Schultag mit zur Schule begleiten und darüber hinaus diese Hilfe fortan immer weiter mit begleiten. Natürlich, der erste Schritt ist immer so ein Schritt ins kalte Wasser, weil man an eine Schule kommt, die man nicht kennt oder einen Lehrer, den man noch nicht kennt. Aber das wird bestmöglich vorbereitet mit dem Fachberater, dass man die Familien vorher kennenlernt, bestenfalls die Schulen vorher kennenlernt, die Kinder vorher kennenlernt, um halt alles bestmöglich vorzubereiten, dass sie gut in eine Hilfe starten können.